Welchen Hund würdest du am ehesten holen? Ich würde am ehesten eine Katze holen. Ejo Leute, willkommen zu meinem Video. Und heute dachte ich mir, wir machen mal wieder einen Test. Und zwar, welcher männliche 90er Star passt zu dir? Also, wir schauen jetzt, welcher 90er Star zu mir passt. Jetzt weiß ich nicht, ob das gemeint ist, welcher ich wäre oder wenn ich eine Partnerschaft eingehen würde, welcher es wäre. Wir sagen jetzt einfach mal, welcher ich wäre. Ihr könnt es euch schon denken, das Ganze gibt es natürlich auch noch in weiblich, das machen wir auch noch. Aber nicht mehr heute, aber das kommt auf jeden Fall auch noch. Heute mache ich erstmal diesen Test. Wie mehr ist der unten verlinkt, falls ihr ihn selber machen möchtet. Wir machen ihn jetzt erstmal zusammen. Schauen wir mal. Die erste Frage, welche Eissorte magst du am liebsten? Erdbeere, Schokolade, Vanille oder Minze? Also ich liebe Vanilleeis, ganz ehrlich. Erdbeereis ist auch okay, Schokolade nicht ganz so. Minze habe ich sehr selten gegessen, aber von den vier ist es auf jeden Fall Vanille. Welches Date passt am besten zu dir? Ein Ausflug in den Kletterpark, ein Besuch im Kino, ein Picknick im Park, eine schöne Fahrradtour. Also, ich mag nicht Fahrrad fahren, ich mag nicht klettern gehen, ich mag keinen Sport machen, gerade nicht bei einem Date. So, Kino ist okay, aber man kann sich halt nicht unterhalten. Deswegen bleibt nur ein Picknick im Park. Das ist eigentlich ganz schön. Das nehmen wir. Welchen Hund würdest du am ehesten holen? Ich würde am ehesten eine Katze holen. Naja, ein Dobermann, ein Dackel, ein Labrador. Egal, ich finde alle Hunde süß. Also wenn ich mir wirklich einen Hund holen sollte, wäre es ein Golden Retriever, aber der ist hier nicht angegeben. Und die anderen, ich finde die anderen drei alle nicht schön. Sorry für alle, die so einen Hund haben. Mein Ding ist es nicht. Jetzt muss ich sagen, egal, ich finde alle süß, wobei es nicht stimmt. Aber ich nehme das jetzt. Wie kommst du am liebsten von A nach B? Ich laufe am liebsten mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem Motorrad. Wer mich kennt, weiß, laufen kann schon mal auf jeden Fall nicht sein. Das mit dem Fahrrad hatten wir vorhin ja auch schon. Sind wir ehrlich, es ist das Auto. Motorrad kann ich nicht fahren, deswegen ist es das Auto. Welches Essen isst du am liebsten? Pizza, Döner, Sushi oder Nudeln? Es ist entweder Pizza oder Döner. Ich kann mich da immer schwer entscheiden. Aber ich würde sagen, ich esse halt öfters einfach Pizza. Aber ich mag beides sehr, sehr gerne. Ich würde jetzt sogar sagen Döner. Ja, doch Döner. Welche Farbe trägst du am liebsten? Grau, kunterbunt, weiß, schwarz. Also ich mag ja sehr, sehr gerne blau und kunterbunt. Aber an Klamotten ist es halt doch so, dass ich meistens schwarz trage. Wie findet deine Traumhochzeit statt? Ich lade alle ein und miete eine riesige Halle, bei mir zu Hause im Garten, am Strand, nur im engsten Familienkreis, ich miete ein Schiff. Auch da würde ich sagen, passt nicht ganz alles. Ich würde zwar sagen am Strand, allerdings mit allen Leuten, nicht nur mit Familie, aber auch geil ist schon so ein Schiff und ich glaube, ich miete ein Schiff. Welche Zauberkraft hättest du am liebsten? Fliegen, Gedanken lesen, beamen, unsichtbar sein. Ist alles viel geil, ne? Fliegen ist aber so Standard und irgendwie weiß ich nicht. Gedanken lesen, manchmal ist glaube ich besser, wenn du die Gedanken von manchen nicht weißt. Dann noch beamen, unsichtbar sein. Ich habe mir schon oft gedacht, irgendwo hin zu beamen wäre geil. Du kannst jederzeit irgendwo am Strand einfach mal frühstücken oder sonst irgendwo die Welt halt bereisen, wenn du dich einfach beamen könntest. Deswegen nehme ich jetzt hier auch beamen. Ich bin Justin Timberlake. Also es geht auch darum, wer man ist. Ja, ganz ehrlich, Justin Timberlake finde ich okay, hat einige coole Lieder gemacht, ist ein Riesenstar, kann ich mitleben. Ich weiß nicht, wen es noch so gibt, ob die anderen besser wären oder schlechter. Aber mit Justin Timberlake, mit dem Ergebnis, kann man auf jeden Fall leben. Wie gesagt, der Test ist unten verlinkt, könnt ihr gerne auch selber mal machen, um zu sehen, wer ihr wärt. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, zeigt doch gerne mit einem Daumen nach oben. Da habt ihr schon nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.